Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Heute möchte ich euch gerne ein Video zum Thema Salz machen. Und ich sage euch, ich habe noch nie so spontan ein Video gemacht, weil bis vor einer halben Stunde habe ich noch nicht gewusst, dass ich jetzt das Video mache. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt wichtig und deswegen mache ich das jetzt. Und zwar geht es in dem Video nur um meine eigenen Erfahrungen. Also bis vor ungefähr 10 Jahren war ich noch ein sogenannter Allesesser. Okay, ich habe alles gegessen, was man halt so isst oder was ich gelernt habe, was wichtig ist, was man essen soll, einschließlich Fleisch. Und heute bin ich seit 8 Jahren veganer Rohköstler. Und was soll ich sagen, also es geht ja zum Thema Salz und nichts spaltet die Lager so sehr, wie ich finde, wie ist das Thema Salz. Ich habe also so viele unterschiedliche Aussagen und Videos und Vorträge und Artikel gelesen zum Thema, soll man jetzt Salz konsumieren oder nicht, ist das gesund oder ist das wichtig für irgendwas. Ja, und so habe ich das hin und wieder mal jetzt die letzten 1,5 Jahre, sage ich jetzt mal so gemacht und mal so, also mal mit Salz, mal ohne Salz. Das erste Video, was mich sehr, sehr stark beeindruckt hat, das war das Video von der lieben Maria von More Raw Food und die hat ein Video gemacht zum Thema Salz, der schleichende Tod. Das tue ich euch mal unten verlinken, wenn euch das interessiert. Und ich selber habe auch ungefähr vor 1,5 Jahren mal ein Video gemacht, das heißt, endlich salzfrei. Das findet ihr da oben, wenn ihr das anschauen wollt. Und ja, das war der Anlass und der Grund, weswegen ich aufgehört habe, Salz zu essen. Durch dieses Video von der lieben Maria. So, und jetzt war ich einige Monate oder ein ganzes Jahr vielleicht ungefähr völlig salzfrei. Also das hat also einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen an mir, dieses Video von der lieben Maria. Und dass ich das so lange jetzt, sage ich jetzt mal, ausgehalten habe. Ja. Ja, dann tue ich ja manchmal getrocknete Tomaten in meine Ernährung integrieren. Und da hat es früher immer, bei Vitakeim habe ich die gekauft, bestellt und immer getrocknete Tomaten ohne Salz gegeben. Und jetzt gibt es die nur noch mit Salz, gell? Dann haben wir gedacht, naja, dann ist das halt einmal mit Salz. Das bisschen Salz und die haben da mehr Salz drin, wird schon nichts ausmachen. Gell? Gut, das habe ich dann auch ein paar Monate gemacht und war ganz happy. Gell? Ansonsten habe ich keinerlei Salz verwendet. Und wie war es ist weitergegangen? Ich habe erst kürzlich ein riesenlanges Video vom Alex Green mir angeschaut und da sagt er, was er selber isst, was man essen soll, und was gesund ist, was wichtig ist, was man weglassen soll. Und unter anderem hat er halt irgendwann das Thema Salz in seinem Vortrag gehabt. Und was soll ich sagen? Der Alex Grün, der konsumiert Salz, der sagt, es ist wichtig. Und auch der Dr. Probst konsumiert Salz. Okay? Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, naja, vielleicht habe ich es doch verkehrt gemacht. Tue ich mal wieder ein bisschen Salz konsumieren. Und zwar, wenn ich Salz konsumiere, dann sowieso nur Himalaya-Salz. Und ich habe mir Salz-Soli gemacht und habe noch so einen Rest gehabt von früher. Und da habe ich mir gedacht, den brauchst du jetzt auf. Und der Alex Green, der hat gesagt, man sollte doch in der Früh in sein erstes Wasser eine Salz-Soli reintun und überhaupt immer so ein bisschen Salz ins Wasser. Gell? Weil im menschlichen Körper sind ja auch diese Mineralsalze enthalten und wenn man so ganz salzfrei lebt, dann wäre das nichts. Dann ist mir irgendwie eingeleuchtet, da haben wir gedacht, naja, dann tust du das heute halt mal wieder rein. Und so habe ich das Salz wieder in mein Wasser rein. Also das heißt natürlich nur ganz wenig, also ungefähr auf einen halben Liter, einen viertelten Teelöffel oder einen halberten maximal. Ja gut, das habe ich jetzt einige Zeit gemacht, das heißt so ungefähr 14 Tage. Und ich habe gleich am ersten Tag gemerkt, dass mir meine Augendeckel in der Früh so geschwollen sich anfühlen. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht putzt er das ein. Dann habe ich das jetzt, wie gesagt, weitergemacht, weil es kann ja auch immer irgendeinen anderen Anlass und Grund haben. Und so habe ich das jetzt ungefähr 14 Tage gemacht, dass ich immer in mein Wasser
ein paar Tröpfel Salz nicht habe. Gell? Und man dachte, so kriegt mein Körper auch das, was er angeblich braucht. Gell? Ja, und ich soll ehrlich sagen, irgendwie, ich probiere halt alles Mögliche aus. Gell? Ist das richtig und wichtig für meine Gesundheit? Und, oder ist es das nicht? Ja? Und ich möchte jetzt einfach davon ausgehen, was ich in meinem Körper spüre. Wie spüre ich das? Was erscheint, wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Fall ein Salz konsumiere oder keins? Gut, und jetzt habe ich heute in der Früh das erste Mal, also es ist ungefähr ein halber Tag vergangen bei mir, das erste Mal kein Salz in mein Wasser. Und was soll ich sagen? Ich habe sofort gemerkt, dass dieses Schwellungsgefühl an meinen Augen nicht da war, ohne Salz. Und das ist doch schon wieder für mich ein Zeichen, dass man wirklich nur auf seinen eigenen Körper hören soll. Okay? Und nicht das, was die anderen einem vorsagen, sondern es einfach ausprobieren. Und ich habe da keine Angst. Okay? Was sich gut anfühlt, das probiere ich aus. Und so werde ich jetzt künftig hin wieder das Salz weglassen. Bis auf die paar Bresal, sage ich jetzt mal, die in meine drei winzigen Tomätchen drin sind. Die tun mir sicher nichts. Und ja, und mich würde auch sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Wahrscheinlich tät ihr wie die allermeisten Menschen, ich auch mein ganzes Leben, Salz konsumieren. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare unter meinem Video reinschreiben, ob ihr Salz verwendet, wie ihr dazu steht zu diesem Thema, ob ihr auch schon mit und ohne Salz mal ausprobiert habt, wie das euch bekommt oder wie es euch schmeckt natürlich. Also ich vermisse überhaupt nichts, wenn ich kein Salz verwende. Gell? Ich habe ja mal wieder kein Gewürz und das ist so ein bisschen, also sehr würzig, so dass ich da überhaupt nichts vermisse. Gell? Also wie gesagt, gerne unten reinschreiben. Ja, und das war jetzt schon heute mein Video, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, danke ich euch sehr für den Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt. Da freue ich mich. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Heute scheint ja die Sonne wieder. Wir haben so einen schönen Frühling, Sommer und scheinbar wird der Herbst also so wunderbar. Also und alles ist noch grün, weil in der Früh ist der Rasen immer noch nass vom Morgentau bei uns. Seit Wochen, fast jeden Tag, weil es immer wieder zwischendurch ringt. Und das ist also göttlich, sage ich immer. Dann wünsche ich euch alles Liebe. Macht es gut. Servus. Pfiat euch.